ist er. Guck mal, deine Tochter. Wie Tochter? Ja. Bist du wahnsinnig? Zwei von deinen Töchtern. Ja, jetzt habe ich aber Angst, glaube ich. Hier, das ist dein Vater, ey. Das ist mein Vater? Ey, das ist, glaube ich, so aus dem Theater oder so. Das ist aber ein steinalter Miele-Staubsauger. Welcher? Der hier vorne. Hinten, ja. Aber wenn er nicht funktioniert, ist es trotzdem noch was. Ja, sicher. Das ist was für dich doch, oder nicht? Keep calm and walk the dog. Ich hab keinen Dog. Du hast gar keinen Hund? Nee, ich weiß nicht, was der hat. Ja, dann hast du ein Problem. Dann ist das doch nichts für dich. Nee. Schade. Kann ich zu machen. Das ist von mir zu Weihnachten ein. Hunde sollte man nicht verschenken. Ja, ich will da nicht von einem echten. Was meinst du denn? Kuscheltier, so ein Kuscheltier oder so. Okay. Damit du nicht so alleine bist. Ja, dann hast du wenigstens einen Hund. Ach ja. Kannst du auch hinter dir herziehen. Das ist mir zu durch. Das ist mir zu durch. Der Chef spricht nicht mit mir. Wenn der mir mal die Ware bringt, der sagt ich zum Tag, der sagt gar nichts. Der sowieso nicht. Nee, der spricht nicht. Der spricht nur mit seinen Lieblingen da oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ist aber noch original kaputt. Stimmt. Aber ich kann damit nichts anfangen. Dann schneide ich mir jetzt. Nee, ist original verpackt. Dann würde ich mir den Arm abschneiden, glaube ich. Nachher sind da nur Kartoffeln drin. Moin. Moin. Was soll das kosten? 25. 25 heute Abend. Ja. Ist doch nicht viel, ne? Alles komplett. Altes Silber. Mhm. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ja? Ja. Silber. Ja. Ich tippe mal, das sind so 1,5-2 Kilo. Ja. Und ich denke mal, so dass du willst für das Kilo, wenn du es abgibst, 16 Euro bekommen. Ja. Ah, jetzt hätte man noch handeln können, aber. Ja, zu. Aber vom Gewicht her weiß, bin ich dann ja auch nicht. Ja, natürlich. Und dann ist mir das dann. Du bist ja keine geeichte Waage. Nee. Ist mir das auch alles noch ein bisschen zu knapp. Ja. Aber wenn man irgendwo so einen großen Posten mit einer Miete, so mit Geld, dann. Ja, klar, natürlich. Dann sollte man das mitnehmen, ne? Ja. Alter, was ist das denn für eine geile Waage, ey? Oh, die habe ich noch nicht gesehen. Sieht ja cool aus. Das ist echt cool aus. Die hat natürlich auch ihre besten Zeiten hinter. Oh, da ist alles voller Fülle. Vorsicht nicht, dass das vielleicht runterfällt. Ich glaube, das hat sich selber. Aber auch sind gut zu. Ist da irgendwie ein Name drauf? Was ist der Alka? Oder? Nee. Ja, doch, Alka 12. Oder Aka? Aika vielleicht? Oder Aka? Aka 12. Waage. Ja, auf jeden Fall alt, ne? Was sollen die kosten? 10 Euro. 10? Oh, ach, guck mal, da ist auch der offizielle Eingang. Jetzt kann ich mir auch zwischendurch einmal die Hände desinfizieren. Moin. Moin. Ja. Komm her, ich gebe einen aus. Danke, reicht. Moin. Was sind das denn für Games? Game Gear? Nie gesehen. Ich auch nicht. Ist ja viel zu groß wie ein Gameboy-Modul.
Säge. Ach, Säge. Mhm. Das ist ja interessant. Wie teuer ist so ein Spiel? 5 Euro die Spiele. Monika? Das ist nicht so viel. NBA Säge. NBA Jam. Gehen wir. Klatschhitter. Was ist das? Munitionskasten. Ach so, sieht aus wie so ein Medikit aus dem Spiel. Ja, auch 1967, ne? Ui, ui. Fasching, ich glaube, ich habe mich mal irgendwann verkleidet. Da war ich, glaube ich, 12 oder 13. Also schon ein paar Jahre her, ja? Da bin ich als Penner gegangen, da habe ich mir einfach einen alten Mantel genommen und eine Flasche Korn und. Musstest du nicht, ganz, nicht mal viel verändern, ne? Da war ich fertig verkleidet. Oh Mann. Ja, PSP-Spiel. Ja, aber ist alles Fußball, ne? Und das kannst du nicht spielen, ne? So. Super 8, Super 11, Kenkop. Das ist ein Film. Ja? Oh, PSP. Sogar drin, was draufsteht. Mhm. Ah. Soll ich dir das reichen, oder? Oh, fuck. Was kostet so ein Spiel? 1,50. Nein, nein, das glaube ich auch. Ein bisschen durch. Ich hätte es genommen. Zu durch? Ja, ein bisschen zu durch. Die sind gut. Was ist das? Die sind gut. Jetzt kommt er um 1,8 Euro. Und was denkst du? Ich verstehe nicht. Pro Stück 9 Euro. Mhm. Also es sind Kerzenstände. Ja, ich glaube, die hattest du schon mal, ne? Kann das sein? Aus 70er Jahre. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Die ist. Ich komme jetzt nicht drauf. Damit würde ich sagen, fahren wir zum nächsten oder wir fahren noch zu den beiden Garagen von her? Ja, lass mal zu der Garage, wo man fahrt. Okay, jetzt als erstes dahin, oder? Würde ich sagen. Ja, gucken wir mal. So, wir kommen jetzt gerade von einem Garagenflohmarkt. Glücklicherweise konnten wir da was kaufen, weil der Flohmarkt war ja jetzt wirklich nichts Besonderes. Wir haben uns jetzt ein schönes Plätzchen hier rausgesucht und wollen euch das mal präsentieren. Ich kann nicht so lange rum, lass uns zeigen, was wir haben. Naja, dann zeig mal her. Das weiß ich nicht, das ist bestimmt verkehrt rum jetzt. Nee, ist richtig rum. Und was haben wir da? Das ist irgendwie eine LKW-Plane, PVC. Und sie kommen in Frieden. The Lego Movie 2. Ich glaube, das ist die Februar im Kino. 2 Meter mal 1,20 Meter. Würde ich jetzt pauschal mal behaupten. Ja. Aber ist nicht Papier, ist PVC-LKW-Plane irgendwie so. Hier mit so Ösen. Mhm. Kann man dann. Würde mich nicht wundern, wenn das aus dem Kino oder sowas kommt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also, dass das auf jeden Fall irgendwie so ein Kino-Werbebanner war. Videotheken gibt es ja heutzutage nicht mehr, dass es da irgendwo. Nein, also ich glaube nicht mehr. Wann war das hier? 7. Februar. Dieses Jahr, oder? Oder wann ist Lego Movie 2? Spätestens. Ich weiß es gar nicht. Oder vielleicht jetzt. Nee, 2018. 2018, ne? Ja, ich muss zugeben, ich habe den Film nicht gesehen. Aber wir fanden es ziemlich cool. Also, vom Preis her. Der Herr wollte ursprünglich 5 Euro dafür haben. Wir haben uns auf 4 Euro geeinigt. Ich denke mal, für 4 Euro können wir da nicht viel verkehrt gemacht haben, oder? Nein, 4 Euro und dann so groß. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, das Invest kann man eingehen. Da kann er sich sein Zimmer damit dekorieren. So, das war aber noch nicht alles. Ich persönlich finde eigentlich noch cooler das hier. Das ist irgendwie so vom alten Laden oder sowas, möchte ich behaupten. Das ist hier irgendwie so eine Art Tafellack. Ah, da kann man. Original staubig noch. Dann standen hier wahrscheinlich irgendwie, könnte ich mir vorstellen, die Angebote drauf. Hm.
so, keine Ahnung, ein Liter Milch, keine Ahnung, 10 Pfennig oder wie teuer die Sachen dann im Angebot waren. Aber ja, hier, Persil bleibt Persil. Also ich möchte behaupten, spätestens 60er Jahre möchte ich behaupten. Ja, das sieht auf jeden Fall schön retro aus. Kostenpunkt, 10 waren VB, 8 haben wir bezahlt. Das ist mehr. Gut, bei dem Plakat haben wir mehr Fläche gekauft für weniger Geld, aber ich denke, das sind beides Bauchgefühlkäufe. Und ich denke mal, kann man machen. Und was das kostet, weiß ich nicht. Es ist aber halt alt und selten. Da werden wir auf jeden Fall noch recherchieren und den Preis einblenden. Ich glaube nicht, dass wir dafür ohne weiteres einen Preis... Wir werden es versuchen. Ja, letztendlich aber doch noch ein gutes Ende, dass wir ein bisschen was gekauft haben. Ich war schon ganz verzweifelt. Der Flohmarkt, da war ja gar nichts. Nee, der Flohmarkt war gar nichts. Also dem Flohmarkt würde ich wirklich einen Stern von 5 geben. Ja, gut. Vielleicht 2. Ja, weil am Schluss waren ja doch noch ein paar private. Aber da. Mehr hat er nicht verdient. Ja, und der größte Teil war. Genau, war da waren einfach viele Händler und es hat einfach keinen Spaß gemacht. Nein. Dafür hat dieser Hausflohmarkt umso mehr Spaß gemacht. Ja. Der Garagenflohmarkt. Genau, und wir sehen uns. Damit bin ich zufrieden. Jetzt kann ich nach Hause fahren. Jetzt kann ich Feierabend machen. So, jetzt gehen wir erstmal frühstücken oder Mittagessen. Genau. Eins von beiden. Ja, das muss ich wohl wahrscheinlich tun. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.